Wir, das sind der Tobi und der Günni, machen Bürgerfunk bei Radio Wuppertal. Unser Sender ist RFM Radio und ihr könnt uns hören, mehrmals im Monat, mehr später. Ja, ich bin der Günni, komme hier aus Wuppertal, 422 mein Revier, ganz klar. Ich mache Bürgerfunk seit circa 7 Jahren und mit mir, das ist wichtig, macht der Tobi das. Ich bin der Tobi, bin 32 Jahre alt, komme auch aus Wuppertal und mache mit dem Günni auch seit 7 Jahren Bürgerfunk. Ja, zu meiner Person kann ich sagen, ich bin in der häuslichen Pflege tätig, deswegen auch mein Kittelchen, also muss da so sein. Ich habe von 2000 bis 2010 im Behindertenfahrdienst gearbeitet als Beifahrer, habe die zu befördernden Personen betreut. Ja, und da habe ich dann irgendwann den Tobi kennengelernt und weiß nicht, wir haben da unsere Späßchen gemacht. Ja, so ist es halt dazu gekommen, dass wir heute eine sehr gute und ehrliche Freundschaft pflegen. Internetradio gemacht, einmal in der Woche bin ich dann mit Günni gegangen, habe dann da Internetradio gemacht, immer für 2 Stunden, haben uns dann so eine Playlist zusammengestellt, ich habe dann die Titel angesagt und halt Bürgerfunk ist halt besser, weil dann tun wir halt ein bisschen mehr die Leute Informationen rüberbringen und so. Die Motivation ist einfach zu berichten über Dinge, die also zum Beispiel für ein Lokalradio zum Beispiel vielleicht sogar uninteressant sind. Oder auch Sachen, wie eben schon erwähnt, dass wir also ausführlich berichten können. Wir brauchen uns nicht 2 Minuten Zeit zu lassen und dann haben wir die Geschichte. Nein, wir können uns 20 Minuten Zeit lassen und wir haben mehr Informationen. Ne? Und wir haben auch ein eigenes Studio, und zwar befindet sich das in Vohwinkel. Auch da werden unsere Sendungen regelmäßig produziert. Ja, grüßt euch ihr zwei, dann kommt mal rein. Das ist unser Studio hier. Da ist gerade der Tobi, der ist gerade am Schneiden und wir können auch direkt in der Sprecherkabine, weil die ist am interessantesten. Da haben wir hier 3 Großmembranmikrofone, das heißt bis zu 3 Leute können hier sich drin aufhalten und können auch moderieren bzw. interviewt werden. Und der Techniker vorne kann das mixen und kann dann jedes Mikrofon einzeln auch steuern. Und wie wir dazu gekommen sind, ja, ich habe 2007 Internetradio aufgemacht. Das habe ich ein paar Jahre laufen gehabt, richtig? Ja. Tobi war also von erster Stunde mit dabei. Bürgerfunk ist, wir machen, produzieren Sendungen, 1, 2, 3 Mal im Monat, wie halt gerade da ist, die Zeit da von uns ist. Die Sendung wird produziert, läuft 60 Minuten, wird nach Radio Wuppertal geschickt und die strahlen die aus. Also wir machen ja dann zusammen die Sendung und nehmen da halt dann auf, haben so ein Skript, tun dann ablesen und dann nimmt er den Part auf und ich den Part auf und halt wechseln uns da halt dann ab mit den Sprechen. Warum sind wir noch in 422 unterwegs? Liegt also daran, ich bin damals geboren im Wuppertal, da war dann noch die 5600 Wuppertal. Ja, dann wurde das irgendwann aufgeteilt in 422, 7583 und hast du nicht gesehen. Und ja, ich bin gebürtiger Wichtlinghauser und 422 bezieht sich überwiegend auf den Wichtlinghauser-Oberbarmer Bereich und von daher ist das für mich natürlich ein Stadtteil, wo ich groß geworden bin, wo ich auch habe irgendwann gesagt, recht war mich mit den Füßen erst weg. Also uns findet man im Prinzip überall. Produzieren tun wir 2 bis 3 Mal im Monat, wird jeweils immer am Samstag ausgestrahlt werden.
die Sendungen. Und die werden ausgestrahlt auf der 107,4 bei Radio Wuppertal. Ja gut, dann bedanke ich mich erstmal bei dem Team vom 422, dass er da wart, dass er euch die Zeit dafür genommen hat, ja, uns halt aufzunehmen, uns vorzustellen. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr einfach mal bei uns in den Sendungen reingehört. Mir hat auch Spaß gemacht, würde mich auch freuen, wenn ihr reinhören würdet.